Finale Dschungelcamp 2015. Ich bin's natürlich wieder, euer Sonki GameJay. Und ich bin nicht alleine. Ich habe mir ein paar Leute ins Studio eingeladen. Und ja, sagen wir mal, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen zu meiner Linken, heute sitzend im Studio, die Fachfrau für Bacon. Das ist die Sandra. Hi. Hi. Und unseren Allzeit, ja, ich nenne ihn schon fast Zombie-Killer. Mein Let's Play-Together-Partner unter anderem, der Salazar. Servus. Servus. Genau. Grüezi, Waldi. Ja, wir haben Finale. Oh, oh. Und das Finale fing schon sehr geil an mit einem total geilen Spruch, den der liebe gute Daniel Hartwig brachte. Er verglich nämlich dieses Dschungelcamp 2015 damit, indem er sagte, das war kein Psycho-Fick, sondern Bepanthen für die Netzhaut. Ja, wusstet ihr eigentlich, dass man beim Dschungelcamp gar nicht allein auf Toilette darf? Ja. Du wusstest das? Ich wusste es. Das ist in jeder Staffel so. Hast du auch eine Erklärung, warum man da nicht alleine hin darf? Wegen den gefährlichen Dschungeltieren. Ah, okay. Nein, keine Ahnung warum. Die müssen halt zu zweit. Warum, weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich, weil dem Rolfe immer das Fischlein abhaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste Rolfe kurz vor seinem Auszug natürlich dringend auf die Toilette und hat die liebe gute Tanja geweckt. Tanja Tischewitz. Sagt ihr das was, Mr. Salazar? Das hatten wir doch schon in der 8. Folge. Ja, die sagt mir was, immer noch. Genau, die ist noch bekloppter geworden, als sie vorher war. Also die Alte ist Brot in Schuhen. Im Übrigen, da du ja auch DayZ spielst, wo bist du gerade? Auf dem Berg, habe ich schon vorhin gehört. Nee, ich bin, so wie es aussieht, ja, ich bin oben im Norden. Sehr schön. Tverograd. Wir treffen uns Tscherno in 500 Jahren. Ja, viele, viele Folgen haben wir jetzt gemacht und heute ist der große Abschluss und ich hoffe, es wird ein würdiger Abschluss. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Rolfes Auszug, und zwar als die Verkündung war, hat die Tanja, die Tischewitz, die Bitch, die Bacon-Tussi, wie es auch immer heißt, im halben Orgasmus gekriegt. Kriegst du den hin? Kannst du das nachmachen, die Lache? Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht Tanja. Ich dachte jetzt, du sagst, kriegst du das hin? Kriegst du den Orgasmus hin? Kriegst du den Orgasmus hin? Spontan auch nein. Okay. Jugend von heute. Was willst du dazu sagen? Ja, ihr wisst ja, wie die lacht. So. Wie so eine Bekloppte. Ich kann es auch nicht mehr nachmachen irgendwie, weil danach habe ich jedes Mal Atemnot. Und ja, sie ist damit im Finale zusammen mit dem lieben guten Jörn und dem noch lieber guteren Tante Maren. Der noch lieber guteren Tante Maren. Und was wollen wir dazu sagen? Die Diskriminierung geht weiter, weil der Quotenschwule ist weg. Das heißt, ne? Es wird ruhig im Dschungel, obwohl es war die ganze Zeit ruhig. Hast du überhaupt mal eine Folge groß gesehen, Salazar, oder hast du gar keinen Dschungel gesehen? Ich habe überhaupt eigentlich gar keine Folge vom Dschungel gesehen. Warum? Ich musste ja ab und zu mal gucken, weil meine Freundin mich dazu gezwungen hat. Ja, aber warum nicht? Interessiert dich das nicht, oder? Nee, ich finde, das ist Quatsch. Das ist sowieso eigentlich das 90% meines Erachtens nach eine Show. Und so wie gut eigentlich alles im Fernsehen meistens immer nur Show ist. Deswegen. Wobei ich dir sagen muss, eigentlich laut RTL ist die Dschungelshow zu 100% eine Show. Hohoho. Man gibt hier oben viele Zombies. Was findest du am Dschungel so faszinierend, Sandra? Erzähl mal. Ja, eigentlich mal die Leute so zu sehen, wie man die sonst eigentlich nicht sieht. Obwohl. Nackig. In dem Dschungel, ja, hat man weder Leute nackig gesehen oder sie waren ja nur die ganze Zeit am Schlafen. Ja. Ich erinnere deswegen an den guckt großen Frau den Dschungel, um zu wissen, was. Na egal. Ich erinnere an den großen Freiwald. Naja, das wollte man nicht wirklich sehen. Aber man hat's gesehen. Es wurde einem quasi ins Auge gedrückt. Ja, man konnte nicht wegschauen. Ist wie ein Unfall gewesen. Das stimmt. Siehst du, Salazar wäre schon lange tot. Hier ist schon wieder ein Zombie hinter uns her. Okay, Alter. Bitte? Du bist einfach ein Freund des. Ja, ich weiß nicht. Ich hab dafür irgendwie keinen Namen. Keine Worte. Okay, dann mache ich einfach weiter. Ja, der liebe gute Rolfe ist dann sofort ins Hotel und wurde da von seinem Partner liebevoll in Empfang genommen. Das hört sich doch gut an. Finde ich zumindest. Nette Begrüße und so weiter. Ihr seid halt so richtig motiviert, Mädels. Ja, die Dschungel. Bitte? Meinst du jetzt die Zombies oder was? Nee, euch.
dein Part. Du musst mehr sprechen als wir. Ja, und dann ging es natürlich darum, am letzten Tag im Dschungel ist es ja immer so, dass jeder noch eine Dschungelprüfung machen muss. Und die Dschungelteilnehmer konnten wählen zwischen Schnick, Schnack und Schnuck. Schnuck. Jetzt frage ich den Salazar. Du, dich kann ich nicht fragen, weil du weißt ja, worum es geht. Aber Salazar, was hättest du von den dreien gewählt? Schnick. Schnick? Warum Schnick? Was denkst du, was sich dahinter verbirgt? Vielleicht 1 Million Euro. Nee, nein, keine Ahnung. Das war der Preis ist heiß, da bist du wieder falsch. Okay, also Schnick hättest du genommen. Okay, es wurde folgendermaßen aufgeteilt. Tanja hat Schnick bekommen. Maren hat Schnack bekommen und Jörn hat Schnuck bekommen. Und dann ging es auch los mit den Prüfungen. Als erstes musste Maren mit ihrer Schnackprüfung ran. Und das Ganze nannte sich Schlangengrube. Die musste 5 Minuten im Wasserloch liegen. Und jede Minute kamen Schlangen dazu. Insgesamt waren es 40 Stück. Für jede Minute gab es einen Stern, wobei 3 Sterne war die Vorspeise, der 4. Stern ein Getränk für sie und der 5. ein Goodie, ein Käseteller. Ich weiß nicht, was an dem Käseteller so ein Goodie ist. Aber gut. Hättest du das gemacht, Salazar? Jetzt mal ehrlich, hättest du dich in die Schlangengrube gelegt oder hast du Angst vor Schlangen? Ich hätte mich in die Schlangengrube gelegt. Ich liebe Schlangen. Ich habe mit denen keine Probleme. Ich hatte auch schon eine Python auf den Schultern. Ja, ja, aber das wären 40, die überall hinkrabbeln können. Unter anderem auch in deine Schlange, wenn du Pech hast. Naja gut, schlimmer musst du es ja sehen bei den Frauen, ne? Da ist die Öffnung eventuell sogar mal was breiter. Ja, da fragt man doch eine Fachfrau. Was sagst du denn dazu? Oh, ey, das ist aber eine super Überleitung. Das ist fies. Da könnte man jetzt sagen, kommt auf die Größe der Schlange an, ne? Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich doch. Ob es dann schön ist oder nicht. Ja, aber du hast auch einen Badeanzug an. Die müsste erst das Türchen öffnen, bevor sie rein kann. Klopft vorher an. Genau. Und wenn es da noch eine Jungfrau ist, dann ist eh schon, ist egal. So, jedenfalls hat die gute Maren es ausgehalten, hat ihre 5 Sterne einkassiert und da muss ich sagen, Respekt. Nein, aber ich glaube, das Schlimmere war, ich glaube, was ich viel schlimmer finden würde, wäre, wenn so eine Schlange ins Nasenloch will oder so, oder keine Ahnung, oder du fängst an zu schreien, weil du einen Schock hast oder so und dann verschwindet die in deiner netten Mundhöhle. Zumindest ein Stück. Schlangen. Nein, ich spreche es nicht aus. Doch, sag. So ein Gag gerade schon Zombie nachgemacht. Was? Schlangenblasen. Schlangenblasen? Ja. Du sollst ja nicht an dir lutschen. Du sollst dich ja erst. Ist egal. So, danach musste die dumme Tofe Tanja zur Schnackprüfung und das bedeutete, sie hatte wieder mal 5-Gänge-Menü. Genau. Der 4. Stern war ein Getränk für sie, der 5. ein Goodie und der Rest waren die Hauptgerichte. Jetzt muss man dazu sagen, wenn die einen Stern verkackt, dann schiebt sich die Reihenfolge nach hinten. Das heißt, dann ist der 3. Stern der 2. und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, du hast doch bestimmt schon mal gehört, was die da alles essen müssen. Vielleicht auch gesehen, würdest du sowas essen, Salazar? Also ich meine, den Geschmack muss ja nicht sein, dass es schlecht schmeckt, ja. Aber das Problem ist jetzt ja einfach nur, was du siehst. Wenn du die Augen zumachst die ganze Zeit, dann kannst du das auch essen, weil du nicht weißt, was das ist. Ja, und könnte sogar eventuell auch gut schmecken. Also von daher, wenn ich die Augen zu habe, würde ich sogar eventuell essen. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Okay, also als erste Möglichkeit. Es gibt immer 2 Möglichkeiten. Ein Essen, was sie verschmähen kann und ein Essen, was sie... Oh, Claudia kommt. Und ein Essen, was sie nehmen muss, um einen Stern zu kriegen. Also wenn jetzt zum Beispiel das erste war ein Obstsalat, wenn sie den Obstsalat gegessen hätte, hätte sie zwar was zu essen gehabt, aber dafür keinen Stern. Ja, das muss man mal dazu sagen. Und das erste war tatsächlich wirklich ein Obstsalat. Und das zweite, sprich die Alternative dazu, war, ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken, auf der anderen Seite, Moment. Muss ich auch noch umblättern und rennen. Jetzt artet es aus in Multitasking-Arbeit. Wobei die Frau hier nebendran sich nichts macht. Nichts. Anstatt zu helfen. So. Ich renne ach, gerade. Ach, Sonki, ruh dich doch nicht immer auf den Frauen aus. Kopfkino. Ja, okay. Ohne Worte. Jedenfalls war das zweite, die zweite Alternative, du hast ja gesagt, du würdest das essen, eine lebende Wasserspinne. Augen zu und durch.
Ja, das Problem ist, du musst die kannst ja auch nicht zumachen. Du musst, also, so, hast du mal gesehen, wie groß, also so eine Wasserspinne ist Handteller groß, das sag ich dir jetzt schon mal, mit ihrem Beinchen. Ich weiß. Du hättest sie wahrscheinlich nicht mal angerührt, ne? Ich? Nein. Ich hätte die wahrscheinlich mit dem Glas irgendwo im Busch geschmissen. Deine Zauber oder ich wäre schreiend weggerannt. Eins von beiden. Nee, ich glaube eher, dass du den Teller in die Hand genommen hättest. Ich meine, sie lag ja schon auf dem Teller. Nein, nein, die lag im Glas. Ist ja eine Wasserspinne. Die ist erstmal im Glas. Die leben soll ja leben. Das heißt, du musstest die im Glas schütteln, damit die Spinne erstmal einen Schock kriegt von dem, was gleich passiert. Wahrscheinlich ist die Spinne daran schon gestorben, wenn die Tischewitz schüttelt. Weil mit Schütteln kennt die, ist egal. Und wenn die, du kennst das ja, wenn meine Spinne mit dem Besen bombardiert und nicht genau trifft, sondern sie nur die Schwingungen spürt, dann zieht die so schön die Beine ein und wird so kugelrund. Kennst du ja, ne? Ja. Und dann musste sie ganz schnell dieses kugelrunde etwas im Mund nehmen und wie bei der Werthers echte Werbung, aber jetzt dabei ist es, sofort kauen. Yum. Ich stelle mir das absolut eklig vor. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich würde sagen, ja. Ihr kriegt noch genug zu essen heute bei eurer Dschungelprüfung. Lasst es euch schmecken. Nee, also keine Chance. Würde ich nicht machen. Okay, die liebe, gute Tanja hatte kein Zeitlimit. Und sie hat es geschafft. Die hat es wirklich geschafft. Die hat die Spinne gefressen. Obwohl, wie gesagt, mit Schlucken kennt die sich ja aus. Und hat damit den ersten Stern geholt. Als zweite Möglichkeit gab es Pommes mit Ketchup oder Kuhlippe. Und zwar von der Kuhlippe die Oberlippe. Jetzt denkt man eigentlich, naja, die kann ja nicht groß sein. Hast du schon mal die Oberlippe einer Kuh gesehen? Und damit meine ich nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Damit meine ich kein weibliches Wesen. Ja, ich habe schon mal gesehen. Warum? Könntest du dir vorstellen, diese zu kauen, zu essen? Roh. Die war roh. Die war roh, ja. Die war roh. Gekochte, nicht, nee, nicht gekochte Kuhlippe. Naja, gut, die ganzen Muskeln, ne? Da, nee, komm. Na gut, die Zunge ist ja eigentlich ein eigener Muskel, Mann. Ja, aber du hast ja im Prinzip, du hast ja eigentlich gar nichts an Fleisch. Also das ist ja alles nur Knorpel, würde ich sagen, oder? Also das besteht in der Lippe. Also meine ich jetzt nicht, aber von der Kuh halt. Knorpel oder nicht? Was sagt ihr? Keine Ahnung. Aus Lippe. So viel Ahnung habe ich davon jetzt auch nicht. Okay, Ich lerne den Einzelhandelskaufmann und ich lerne nicht Arzt. Tut mir leid. Ihr Oder verkauft. Tierarzt. Bei wem lernst du den Einzelhandelskaufmann? Im Real. Ja, Real verkauft auch Kuhlippe. Also zumindest an der Kasse. Der Metzger. Habt ihr echt Kuhlippen? Nee. Was war das denn jetzt? Das war eine Tür. Nee, ich bin gerade irgendwie über den Boden geschwebt. Wieder zurück. Ich weiß nicht. Cheater, 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 Cheater. Ist egal. Okay, wie gesagt, das war das der zweite Gang und die liebe, gute, bescheuerte Tanja hat auch den geschafft. Dritte Gang gab es dann Lachs versus Kakerlaken, Mehlwürmer und Grillen, fertig gekocht oder gemacht in einer Sülze. 2 Minuten waren Zeit, diese Sülze zu essen, zumindest die Hälfte davon. Und wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr es gegessen? Nein. Die Tiere Verkatzen. wahrscheinlich ja, aber nicht die Sülze. Weil dieses Wabbelige im Mund, das ist dann schon eklig. Wenn muss es schon fest sein, was im Mund ist, ne? Ohne Worte, kein Kommentar. Ist Rose Ich schon. hätte jetzt aber auch keinen Kommentar gegeben, muss ich Ist ehrlich Rose schon sagen. Beim Anwalt? Also sowas beantworte ich nur immer meinen Anwalt. Nur! Ja, ohne mein Tui sage ich nichts, ne? Genau. Macht ruhig noch ein bisschen mehr Werbung. Ich Ja. habe ja nicht schon genug Strikes auf meinem Kanal. So, Da tue ich. Hahaha. jedenfalls hat die Tischewitz es versucht und hat es nicht geschafft. Wobei ich sagen muss, das war eigentlich ein bisschen fies. Du hast gesehen, es war fies, ne? Es war so 1 Sekunde drüber oder 2 Sekunden Ja. drüber und die hat sich da wirklich einen abgekauft. Obwohl wir da jetzt wissen, sie spuckt und schluckt nicht. Weil war ja auch wabbelig. Danach durfte sie spucken, ja. Ich werde heute mit Kopfkino schlafen gehen, ich weiß es jetzt schon. Okay, dritter Das geht Gang. doch schon jeden Morgen. Jeden Abend, so jeden Morgen. Also sie hat es nicht geschafft. War das ein Zombie? Vierter Gang sind wir schon. Spaghetti oder Kamelhöcker. Ich wusste gar nicht, dass Kamelhöcker überhaupt Fleisch enthalten. Also nicht ein ganzes Höcker fressen, weil dann hätte die 3 Stunden gefressen, sondern wie groß war das Stück? Handteller groß, würde ich sagen, ne? Nein, das war so ein Rechteck.
Genau, zeig's ruhig mit dem Finger, die Zuschauer haben eine ganze Menge davon. Das war so eine, hast du mitgekriegt, Das ist typisch Salazar? Frau. Das war so ein Rechteck. Keine Ahnung, wie groß. Aber es ist bestimmt sehr fettig. Weil ist ja Fettspeicher, ne? Oh, entschuldigt. Telefon. Was war das denn? Ja, Mein Telefon. die meisten Frauen wollen einem ja weiß machen, die meisten Frauen kriegen ja von den Männern weiß gemacht, was 30 Zentimeter sind. Deswegen brauchen wir die Frauen eigentlich gar nicht fragen, wie groß es war. Die sagen dann immer so. Deswegen ist das die typische Frauenkrankheit. Tja, wo ihr Männer ja dann dran schuld seid. Lassen wir die Diskussion. Okay, Gut. auch das hat sie geschafft, obwohl es total eklig war. Als fünftes gab es dann entweder Schokokuchen oder, und darauf habe ich diese ganze beschissene Dschungelstory lang gewartet. Nur deswegen schaue ich mir den Dschungel an, Freunde. Es gab endlich mein Lieblingsgericht. Buschschwein-Vagina. Jetzt Salazar ist gar nicht da. Doch, ich bin da. Kennst du das? Hast du schon mal probiert? Lecker. Gibt's bei jedem Nein. Chinesen. Muss man hingehen, sagen, hast du Buschschwein-Vagina? Kriegst du sofort. Lecker. Alter, danach streckst du dir alle 10 Finger. Hast du schon mal gegessen? Nein, will ich auch nicht. Schmeckt bestimmt gut. Nein. Und man hat den vaginalen Eingang noch deutlich gesehen. Um es mal so zu sagen. Okay, auch das hat die bescheuerte Tanja geschafft, um euch die Spannung zu nehmen. Danach gab es Oh nein, die Spannung. Ja, und damit hatte sie 5 Sterne auch geholt, ne? Und danach war der liebe gute Jörn dran mit seiner Prüfung. Da ging es wieder darum, die Desserts zu ergattern, sowie natürlich ein Getränk oder aber ein Goodie. Wie wir jetzt richtig gerechnet haben, die Tanja hat einmal verkackt, das heißt, sie kriegt kein Goodie. So, der Jörn wurde in einen Helm eingesperrt. Muss dir vorstellen, Salazar, da schwebt so eine Art, ich sag mal, Glocke. Und da wurde sein Kopf reingesteckt. Aber das hört sich voll falsch an. Es war aber so. Spinner, es hört sich voll falsch an. Okay, sein Kopf wurde da reingesteckt. Ja. Die Glocke wurde verglockt, also verschlossen. Und Verglockt. dann war das so eine nette. Dü, War das so eine nette Öffnung? Ihr nehmt mich überhaupt nicht ernst. Da war das so eine dü, dü. nette. Das kann man auch nicht. Nein. Da war das so eine nette Öffnung und durch diese Öffnung wurden dann kleine Tierchen eingeführt. Ach komm, jetzt, also jetzt, das machst du mit Absicht, sei ehrlich. Nein. Reingesteckt, eingeführt, ja. 5 Minuten Zeit für jeweils 5 Sterne. Natürlich wieder fünfmal, Quatsch, dreimal Nachspeise, einmal Getränk und einmal Goodie. Goodie. Was bei ihm ein Smoothie war. So, als erstes kamen, man hat ja langsam angefangen, 5000 Kakerlaken. Du musst dir vorstellen, die Viecher könnt ihr ja überall hinkrabbeln, weil du kannst dich ja nicht kratzen. Und der Dr. Bob hat gesagt, er darf nicht schneuzen, er soll durch den Mund atmen. Also allein der Gedanke schon, da wird mir anders, aber ist okay. Ihr haltet euch da bequem zurück, so nach dem Motto, ja, ist doch kein Thema, hätte ich auch gemacht. Du musst nur die Zähne zusammenlassen. Dann kommt ja nichts rein. Natürlich. Also echt. Ja, aber was macht denn jemand, der, sagen wir, gesundheitlich bedingt wenig Zähne hat, sodass da so viele Lücken sind, dass da die Kakerlaken im Prinzip quer durchpassen? Kauen. Kauen und atmen? Durch die Nase beim Kauen. Ja Wie gut, jeder aber normale Mensch wenn da auch. 5000 Kakerlaken drin sind. Man muss natürlich dazu sagen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war wieder getürkt! Das waren dressierte Kakerlaken, die sind direkt alle zum Ausgang gelaufen. Die wollten nicht bei mir sein. Sollte er sich Gedanken machen, wenn Kakerlaken vor ihm abhauen. Wahrscheinlich hat er mehr gestunken als die Kakerlaken. Wäre jetzt eine mögliche Theorie. Okay, Minute war um, danach kamen 2000 Grillen dazu. Wobei man sagen muss, die waren sehr klein, die Grillen. Was wiederum den Nachteil hat, die können sich geschickt ins Nasenloch verpissen. Würde ich mal so sagen. Danach kamen nur 10, aber dafür Riesenkakerlaken. Und das waren echte Kavenzmänner. Und der Kommentar war, die können ein bisschen kratzen. Ihr seid immer noch nicht begeistert, ich merk's. Und was gab's danach? Danach gab es 15 Huntsmen und Wasserspinnen. Immer noch nicht begeistert? Also wenn jetzt so eine fette Spinne über dein Gesicht läuft, Salazar, wird dir bestimmt auch anders.
Und dann sitze ich da. Oh. Oh, Alter, wenn wir uns mal sehen, dann bring ich eine Glocke mit und ganz viele Tiere oder machen wir die Dschungelprüfung live. Und dann will ich sehen, ob du da sitzt und machst. Ah. Übrigens, ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin dann auf der Gamescom nicht da. Warum? Hochzeit. Ach. Muss auf eine Hochzeit. Hast du endlich ja gesagt? Wieso ich? Ich hab einen Jeep gefunden, gell? Ein LKW. Ach so. Und den nehmt ihr dann als Hochzeitsauto. Du heiratest? Nein, ich heirate nicht meine Tante. Ach so. Du heiratest deine Tante? Ah, du bist behindert. Ja. Nein. Donkey? Bitte? Wer hat den ins Köln geschissen? Contenance, ja. Das ist meine Aufnahme. Ich bin hier der Aufnahmeleiter. Also, ich bin hier der Walter Freiwald. Also, Contenance. Im Übrigen, falls ihr euch wundert, es wird relativ wenig bis gar nicht zu Benjamin Boyce kommen, weil der hat im Alkoholrausch seine Freundin mit seiner Mutter verwechselt und hat zugeschlagen. Obwohl er heute am Flughafen gesagt hat, oder vielmehr gestern, wie er gelandet ist, er hätte niemanden geschlagen. Sie hätten sich zwar wohl irgendwie gestritten, aber er hätte niemanden geschlagen. Also man weiß nicht, was da war. Seine Hand ist nur etwas schneller nach vorne gefahren. Du warst nicht dabei, also urteile nicht. Jo, ja, wollte ich auch kurz sagen. Was ist denn eure Meinung? Hat er oder hat er nicht? Man könnte ja jetzt fies sein und sagen, wenn es so war, hat es das wahrscheinlich verdient, aber nee, gut. Zum Glück hat das die Frau unter uns gesagt. Nein, ich sah, es war keiner dabei und von daher, das ist auch ein Thema zwischen den beiden und die müssen selber wissen, wie sie da weiterverfahren und was sie machen. Da mische ich mich nicht ein. Aber das war natürlich das Ende für Caught in the Act. Gut, das Ende gab es ja schon lange, aber es war auch kein Wiedereinstieg möglich, glaube ich mehr. Na, wer weiß. Hat noch jemand Hoffnung? Schlechte Schlagzeilen sind besser als gar keine. Ja, sag das mal Tante Feldbusch. Ja. Das war ihr Lebensmotto. Ja. Glaube ich. Okay, hätten wir auch das geklärt. Ja, und dann, wie gesagt, wir waren ja jetzt schon wieder vom Thema abgekommen. Der Jörn hängt ja immer in seiner Glocke. Und dann kamen noch 200 Soldaten. Ach Mann, ey. 200 Soldatenkrabben dazu, wobei ich die eigentlich nie wirklich gesehen habe. Die hast du nur beim Einfüllen gesehen, dann hat man die weg. Und es sah so ein bisschen aus, als ob die Tiere sich überhaupt nicht um diesen Jörn da kümmern, sondern die ganze Zeit sich selbst bekämpfen. Oder hast du da einen anderen Eindruck? Was? Es sah aus, als ob die Tiere sich die ganze Zeit selbst bekämpfen, anstatt sich irgendwie auf den Jörn zu konzentrieren. Ich glaube, die wollten einfach nur auch aus dieser Glocke wieder raus. Oder die wollten kuscheln. Kuscheln. Ja. Obwohl im Busch ja sehr warm ist, ne? Da ist Kuscheln, glaube ich, eher kontraproduktiv, ne? Soll ich euch alleine lassen? Salazar? Nein. Nein. Wann hast du deine Freunde das letzte Mal gesehen? Gestern. Das erklärt alles. So, okay. Der Jörn hat auch das geschafft und hat die 5 Sterne geholt. Und dann kam ein Spruch und der, liebe Freunde, wird wahrscheinlich in die Geschichte des Kopfkinos eingehen. Nur bei dir. Du hast ihn ja gehört, deswegen sag du mal nichts dazu. Ich möchte mal wissen, was der Salazar dazu sagt. Pass auf, ich lese ihn dir original vor. Ich muss ihn extra so mitschreiben. Die Maren kam und fragte wörtlich, hängt mir irgendwo ein Badeanzug aus der Klamotte? Ja? Daraufhin sagte Jörn, nee, warum? Antwort von Maren, dann ist mir mein Badeanzug ins Klo gefallen. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich wirklich eine Frau, die sowas hin und wieder vielleicht auch gerne mal trägt, fragen, wie geht man aufs Klo, macht den Badeanzug locker, dass er noch aus den Klamotten hängt und dass dann die Möglichkeit besteht, dass er ins Klo fällt? Keine Ahnung. Jetzt, oder zieht sie sich. Oder sie hat aus, Handstand gemacht. Drüber. Ja, aber dann würde der doch nicht aus der Klamotte hängen. Also das. Lisa, ich kann es nicht nachvollziehen, wie dann sowas passieren kann, sollte, keine Ahnung. Deswegen haben wir dich eingeladen, weil du uns das erklären sollst. Was die da auf dem Klo gefeiert hat. Man war nicht dabei. Vor allem das Schlimmste ist, RTL, als wäre es das Normalste der Welt, hat den Satz einfach hingenommen und nichts passiert. Normalerweise würden die sich 3 Stunden drüber aufregen. Aber wahrscheinlich musste irgendein Angestellter diesen Badeanzug aus dem Klo fischen. Auf jeden Fall, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es tut mir leid, also da weiß ich nicht.
Hast du irgendeine Vorstellung? Frag mal deine Freundin, Salazar, oder schreib ihr es mal in die Kommentare, wie dieser Badeanzug sich am Körper der Marin befunden haben muss, dass die Möglichkeit besteht, dass er beim Pinkeln, Kacken, was auch immer, ins Klo fällt. Weil, sorry, da, keine Ahnung, da fehlt mir jegliche Vorstellungskraft. Ihr könnt fehlt ja, dir auch so. Nein, nein, ihr könnt ja auch gerne mal ein Bild malen, ein Bild malen und mir das per Mail schicken, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil, keine Ahnung, also das war, aber dieser Satz war legendär. Ja, danach wurde köstlich gespeist und Tanja brachte das zum Ausdruck, was wir alle schon wussten. Sie sagte, es war, willst du es sagen? Was war es denn? Wie so eine Explosion im Mund. Hab ich gedacht, Mädel, das kennst du doch. Du hast ja öfter mal eine Explosion im Mund. Ja, aber auch nur, weil die Männer das ja immer wollen. So. Was? Na egal. Eine Explosion im Mund. Ja. Okay, ihr seid total begeistert von der ganzen Sache. Ich bin absolut glücklich, dass ihr da seid. Ich finde es total klasse. Du hast es ja gesehen, dann fragen wir mal den Salazar. Wer denkst du denn, ohne irgendwie bei Facebook, Google oder sonst wo nachzugucken, ist Platz 3? Das war das, ich glaube, das war... Nein, nicht was du glaubst, was du denkst. Ich denke... Das ist schon der große Fehler, aber okay. Nein, ich glaube, der Jörn. Der Jörn ist Platz 3. Ja. Dann sage ich dir, herzlichen Glückwunsch, falsch. Platz 3 sind Bacon 1 und Bacon 2. Ganz ehrlich, Da habe ich Platz 3 gemacht. Hashtag Platz 3. Hashtag Schlampenbacon. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Hat deine Freundin für ihre Titten auch Namen? Nein. Ehrlich, Bert, warte. Ärger die doch einfach mal, wenn du die das nächste Mal, also wenn ihr euch praktisch, dann sag doch einfach mal, oh, hallo Bacon 1 und Bacon 2. Mal gucken, wie die dich anguckt. Mhm. Und was dann rauskommt, schreibt mal bitte in die Kommentare. Die dreht sich um und geht wieder nach Hause. Nee, die ist, glaube ich, für die anderes gewöhnt, oder? Ja, doch. Sogar Schlimmeres manchmal. Wie steht die denn eigentlich zu deinen Let's Plays? Die macht mit. Ehrlich? Ich hab's South Park beispielsweise. Ich hab's hier noch nie gehört. Bei South Park ist sie dabei. Oder war sie dabei? Und wie kommt die mit deinem anderen Problem klar, was du mir mal erzählt hast, im Vertrauen? Ja, ganz okay. Echt? Ja. Ich meine, ist schon nicht einfach, mit so jungen Jahren impotent, inkontinent zu sein. Halt die Fresse. Nein, weißt alles du? Spaß, alles Spaß, alles Spaß. Der kommt da wieder mit diesen indiskutablen Themen. Alles naja, Spaß. Wir sollen uns benehmen. Naja. Hm. Ja, auf jeden Fall, der zweite Platz ging an Jörn und der erste Platz ging an Maren Gilzer, die erste. Was denkt ihr? Maren war das, genau. Wird sie jetzt ihre Karriere vorantreiben? Solange sie nicht buchstabieren muss, könnte das hinhauen. Das ist eine Vermutung, ja. Hast du eine Idee, was jetzt kommt? Pornos. Buchstabenpornos. Pornos. Die Buchstabensuppe wird Maren Gilzer Brühe. Keine Ahnung. Tja, ihr seid super Gäste gewesen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ihr habt total gut mitgeredet. Das war, glaube ich, die spannendste Folge ever, ever, ever. Damit ist es vorbei mit dem Dschungel. Ja, mit Folge 8, gell, wo der Metzel und ich dann dabei waren. Genau. Denn damit ist es vorbei mit dem Dschungel für 2015. Und wenn ihr wollt, komme ich 2016 mit dem nächsten Dschungel eventuell wieder. Und suche mir dann Gäste, die ein bisschen enthusiastischer sind. Dann habe ich wahrscheinlich auch schon 2 Millionen Facebook-Fans. Quatsch! YouTube-Fans. Tja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Danke fürs Kommen. Danke für eure wortreichen Beiträge. Ich stürze mich gerade hier ins Meer bei Daisy. Ich schwimme der Sonne entgegen und freue mich aufs nächste Dschungelcamp. Dann sage ich tschüss, mach's gut, Salazar. Tschüss. Und Bacon 1 und Bacon 2, auch dir, Sandra, vielen Dank fürs Kommen. Deine wortreichen Beiträge und dass du so sehr zur Unterhaltung dieser Sendung beigetragen hast. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Guck mal, das sieht doch schon fast aus wie Stranded.
bei einem anderen Video. Es gibt ja einiges auf dem Kanal, was sich da tut. Euer Zonky Game Jay. Wir sehen uns zum Dschungelcamp 2016. In diesem Sinne, ciao.